Es war für mich eine meiner persönlichen Sternstunden in meiner Zeit an der Kante in Aarau. Matheprüfung. Und wie es so war, der Lehrer ist amigs zwischen den Bänken durchgelaufen, hat uns über die Schulter geschaut, wie wir es gerade so machen. Und gegen Ende der Prüfung steht er neben mir, ein bisschen länger, schaut mir über die Schulter, nimmt seinen Kugel vor und schreibt mir ein 6 auf mein Blatt auf. Einwandfreie Prüfung. Er hat das gerade gesehen, hat mir gerade direkt an Ort und Stelle einen 6 gegeben. Das ist ein richtig brillanter Moment für mich, oder? Nur, das Ganze hat eine Vorgeschichte gehabt. Ich habe geübt auf diese Prüfung, und zwar mit einer alten Prüfung von meiner Schwester, die auch bei diesem Mathe-Lehrer Mathe hatte. Ich habe sehr gut geübt mit dieser Prüfung von meiner Schwester. Ich komme an diese Prüfung und sehe mit Freude, dass das tatsächlich genau die gleiche Prüfung ist, wie meine Schwester ein paar Jahre vorher geschrieben hat. Eben, ich hatte natürlich einen 6er. Aber hinter dem Anschein, hinter der Fassade, dass ich so gut bin in Mathe, war nicht so mega viel Substanz. Das hat sich dann etwa ein Jahr später gezeigt, an der Matur, wo ich in meinem Schwerpunktfach Mathe-Physik in der schriftlichen Prüfung einen 2,5er hatte. Das war wahrscheinlich mehr etwa die Realität von dem, was ich konnte. Ihr könnt dankbar sein, dass ich Pastor geworden bin und nicht irgendwie Ingenieur oder so, sonst müsstet ihr euch fürchten für alle Strassen, wo ihr oder so drauf fahrt. Genau, also, da ist alles gut rausgekommen. Aber in diesem Moment ist mehr Schein als Sein in meinem Leben gewesen. Oh. Entschuldigung, das stimmt überhaupt nicht. Genau. Und ich weiss nicht, wie es dir so geht, aber ich glaube, wir haben alle so Situationen in unserem Leben, wo es ein bisschen mehr Anschein und Fassade gibt, als da wirklich Substanz und Sein um ihn ist. Vielleicht in unserer Ehe, in unserer Familie, gehen wir so gegen aussen vor, dass alles tiptop läuft, dass wir es im Griff haben, dass wir eine tolle Familie haben und mit den Kindern alles super läuft. Und innen dran gibt es vielleicht schon die Risse und so, wo wir wissen, es ist nicht alles ganz so goldig, was glänzt. Oder vielleicht auch bei der Arbeit. Wir gehen vor, dass es gäbig läuft in unserem Job, dass wir es im Griff haben, dass wir es gerne machen. Aber innerlich, naja, sind wir innerlich ein bisschen ausbrennt, mögen wir vielleicht nicht mehr so. Aber manchmal sind wir gut drin, den Schein zu wahren, im Gegensatz zu dem, was wirklich da ist. Wir sind auf dieser Reise so durch die Bergpredigt durch. Und ich habe letztes Mal dem Andi überlassen, über die Antithesen zu reden, über die Antithesen. Er hat so einen ganz schwierigen Abschnitt gehabt. Ich habe gedacht, das macht er schon gut, er hat es auch sehr gut gemacht. Hat uns so den letzten steilen Anstieg aufgeführt in Kapitel 5. Und jetzt Kapitel 6 ist so wie die Mitte der Bergpredigt. Das ist so wie der Gipfel unserer Wanderung. Und wir haben so eine erste tolle Aussicht, die wir geniessen können. Alle, die in den letzten Tagen so in den Bergen oben waren, wissen, von was ich rede, wenn man oben aus dem Nebel rauskommt und man hat so eine wunderbare Aussicht. Und heute geht es um das Thema Mensch sein ohne Heuchelei. Jesus lädt uns ein zu einem Leben, das geprägt ist von Transparenz, von Klarheit, von Ehrlichkeit. Ich glaube, dass ein Leben, wenn wir ein Leben führen, wo es viel Heuchelei gibt, wo es viel Schein statt Sein gibt, wo es viel Fassade gibt und wenig Substanz dahinter, dass das sehr ein anstrengendes Leben ist. Und dort, wo Transparenz, wo Klarheit, wo Geradlinigkeit reinkommt in unser Leben, dort, glaube ich, wird unser Leben leichter, wird es schöner. Und Jesus sagt, es braucht für das, braucht es erst einmal, dass wir unsere Motive prüfen, und dass wir Klarheit schaffen. Und über diese beiden Sachen möchte ich reden heute Morgen. Dass wir Motiv prüfen und Klarheit schaffen. Der erste Vers in dem Kapitel 6 ist so wie ein Grundsatz, wo Jesus dann ausführt im Verlauf von dem Kapitel. Es ist eine Warnung. Er sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten.
Das Wort, das hier übersetzt wird mit Frömmigkeit, ist ein schwieriges Wort, sehr vielschichtig, griechisch dikaiosyne, für alle, die ein bisschen griechisch können, wird auch übersetzt mit Gerechtigkeit, auch nochmal so ein Wort, das sehr vielschichtig ist. Der Sinn dahinter ist eigentlich, dass es um rechte Beziehungen geht. Um Beziehungen, die recht und in Ordnung und gut sind. Also es geht um die Frage, wie gestalten wir unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehungen zueinander. Und Jesus will eben darüber reden, wie wir das auf rechte Art, auf gute Art machen können. Und dann im Vers nachher braucht er das Wort Heuchler. Das war ursprünglich im Griechischen gar nicht so ein negativer Begriff, sondern es hat einfach geheissen Schauspieler. Erst durch die Verwendung von Jesus in der Bergpredigt und an vielen anderen Stellen in den Evangelien hat es den negativen Beigeschmack bekommen, den es auch heute hat. Jesus hat das negativ gemeint mit dem Heuchler. Und was Jesus da eigentlich sagt, ist, wenn ihr eure Beziehung zu Gott und eure Beziehung zueinander lebt und pflegt, dann tut nichts vorspielen. Dann seid keine Schauspieler. Und der Grundsatz, den wendet er jetzt an auf drei Bereiche, die im Leben der Juden damals so das normale Glaubensleben waren. Es waren so die drei Formen, wie sie ganz natürlich ihr Glaubensleben ausgelebt haben. Das eine war, Almosen geben, also Geld spenden, gut zu tun. Das zweite war Gebet. Und das dritte war Fasten. Und wir würden wahrscheinlich heutzutage sagen, so das, was in den Freikirchen als normal gilt, wie man sein Glaubensleben lebt, ist beten, Bibel lesen und in den Gottesdienst gehen. Bei den Juden war es Almosen geben, Fasten und beten. Und das Gebet sparen wir uns auf, das werden wir nächsten Sonntag anschauen. Und heute geht es eben um das Almosen geben und Fasten. Und Jesus sagt jetzt zu dem ersten Thema, und ich sage dem mal, es ist Gutes tun. Da sagt er jetzt eben dazu, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler, also die Schauspieler eben in der Synagoge und auf der Gasse tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben den Lohn damit schon erhalten. Also wenn wir jetzt daran denken, den Armen etwas zu geben, dann denken wir schnell daran, es geht um Geld spenden. Und das ist in der Zeit von Jesus ein wichtiger Teil gewesen, aber es ist noch um etwas Größeres gegangen. Es ist eben darum gegangen, alles Gute, was man da hat, für Leute, die das gebraucht haben, die in Not gewesen sind. Also auf heute übertreibt es fängt damit an, dass wir vielleicht für die alleinerziehende Nachbarin gehen, posten oder Kind hüten, darüber, dass wir irgendwelchen Leuten Lebensmittel gratis abgeben, die sie brauchen, oder eine Schule in Afrika bauen, oder irgendwie, also die ganze Bandbreite von Geld spenden, Gutes tun, anderen Menschen helfen. Von dem redet Jesus da. Jetzt ist wichtig zu verstehen, was Jesus da nicht sagt. Er sagt nicht, er will nicht verhindern, dass wir jetzt nicht mehr gute Sachen tun. Weil er sagt ja gerade im Kapitel vorher, Kapitel 5, dass wir Gutes tun sollen und das Licht sollen wir vor den Leuten scheinen lassen. Also Jesus hat nichts dagegen, dass wir vielleicht gut tun und dass das auch Aufmerksamkeit kann erregen, je nachdem. Was Jesus auch nicht sagt, ist, falls ihr mal etwas Gutes tun, falls ihr mal Geld spendet, er geht davon aus, dass das etwas ist, was zum normalen Glaubensleben dazugehört. Dass man Geld spendet, dass man Gutes tut, dass man hilft, wo es geht, dass man dient. Aber warum das es ihm geht, wie so oft in der Bergpredigt, es geht ihm um das Motiv. Es geht ihm um die Absicht. Es geht um das, was in unserem Herz drin passiert. Der Grund, warum dass wir das tun. Wenn wir dienen, wenn wir Gutes tun, dann sagt Jesus jetzt, wir sollen es nicht tun, damit wir einfach ein bisschen Anerkennung bekommen. Wir sollen es nicht einfach tun, dass uns die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht, danke vielmals. Das ist mehr so der Schein, das ist mehr die Fassade, das ist mehr das Äußerliche. Und was Jesus jetzt sagt,
aus seiner Sicht, und das ist das Überraschende da, er sagt, das ist ein zu kleiner Lohn. Das ist ein zu kleiner Lohn, sagt er. Aus Sicht von Jesus geben wir uns mit zu wenig zufrieden in unserem Leben, wenn wir nur Gutes tun, damit uns andere Leute mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht. Er sagt, es geht noch um etwas Grösseres, es geht noch um etwas Tieferes, wenn wir Gutes tun und Geld spenden. Er sagt dann nachher, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht oder was ihr euch darunter vorstellt mit der linken Hand und rechten Hand. Es geht ja fast nicht. Man kann ja nicht etwas mit links machen und nicht wissen, was man mit rechts macht, oder? Was meint Jesus? Eine schöne Erklärung, die ich gefunden habe für das, ist, dass er von etwas redet, wo man Selbstvergessenheit reden kann. Selbstvergessenheit ist das, wenn wir Sachen automatisch machen, ohne dass wir uns irgendwie noch im Nachhinein daran erinnern. Also wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich bin so richtig vertieft in ein Gespräch mit meiner Frau, mit der Noemi, dann weiss ich manchmal im Nachhinein nicht mehr ganz genau, wo ich überall durchgefahren und abgezweigt bin und so. Und manchmal muss ich dann auch kurz fragen, wo wollen wir eigentlich genau hin? Weil ich bin so vertieft, dass ich vergessen habe, wo wir hin wollen. Aber das ist, weil das Autofahren etwas Automatisches geworden ist für mich. Und für viele von euch wahrscheinlich auch. Velofahren, Skifahren, was auch immer. Da muss man nicht jedes Mal überlegen, was kommt jetzt genau? Was muss ich, welche Trampe muss ich jetzt drücken? Und wie muss ich jetzt ausgleichen auf dem Velo? Das ist etwas, was automatisch geworden ist. Und so sagt Jesus, so soll Gutes tun, soll Geld spenden, soll der Teil von unserem Glauben etwas sein, das automatisch passiert. Wo wir nicht jedes Mal darüber nachdenken und auch noch Anerkennung erwartet oder ein Schulterklopf erwartet, sondern es soll wie automatisch passieren. Und trotzdem dürfen wir einen Lohn erwarten. Jesus verlangt von niemandem von uns, dass wir gut tun, ohne dass wir auch etwas erwarten dafür. Jesus war sehr realistisch. Was ist jetzt das, was wir erwarten können? Letzte Woche haben meine Jungs noch Ferien gehabt. Ich habe schon wieder gearbeitet und sie haben daheim oft gebastelt. Das war eine der Beschäftigungen. Und wenn ich dann heimgekommen bin, haben sie mir natürlich alles zeigen, was sie an dem Morgen gebastelt und hergestellt haben. Und dann bin ich heimgekommen und mein älterer Sohn hat mir gezeigt, was er da gebastelt und gefaltet hat. Irgendwelche Panzer und Schiffli und Lastwagen und hat sich da mega Mühe gegeben. Und hat auch extra für mich so einen Panzer hergestellt. Jetzt der Lohn für ihn war nicht, dass ich ihm ein 20er nicht in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, hey, du bist ein guter Bub, dass du schon so gut kannst falten. Sein Lohn war, dass ich auf ihn konzentriert war, mir angeschaut habe, was er gemacht hat und dann von ganzem Herzen gesagt habe, das ist so cool, was du gemacht hast, mein Bub. Und als ich das gesagt habe, es ist jedes Mal eine Freude, weil er ist dann so glücklich. Und er kommt umeinander und ist so voller Freude, ist er umeinander gehüpft und sofort wieder ins Zimmer geflitzt, weil er hat natürlich den nächsten Panzer für mich machen wollte. So ähnlich ist der Lohn, den wir erwarten dürfen, wenn wir Gutes tun. Nämlich nicht die Anerkennung von Menschen, sondern die Anerkennung von Gott. Wir haben das gesungen in dem Lied. Dein Lächeln ist über mir. Das ist so schön. Genau das, um das geht es. Dass wenn wir Gutes tun, wenn wir etwas geben, wenn wir dienen, wenn wir Leuten helfen, dann müssen wir nicht so sehr erwarten, dass andere Leute uns dafür danken, sondern wir dürfen wissen, dass unser Vater im Himmel das sieht und dass er im Stillen auf uns schaut und sich freut und uns anstrahlt und sagt, hey, danke vielmals, du hast das so gut gemacht. Ich habe Freude an dir. Das ist der Lohn, den wir anstreben sollen. Das ist der Lohn, der unser Sein ausmacht. Und dann redet Jesus noch über das Fasten. Er sagt da,
Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Also Heuchler ist wieder Schauspieler. He? Anscheinend war es so, dass die damals so, dann haben sie einfach den Bart wachsen lassen und haben sich nicht gewaschen und so, und dann haben sie halt ein bisschen geschmeckt. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, wenn sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten, wie das gleiche Prinzip, sie haben die Anerkennung der Menschen schon bekommen. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch ins Verborgene, im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Gut, jetzt denkst du vielleicht, also fasten, das sagt mir jetzt nicht so viel. Ich weiss nicht, wer von euch regelmässig fasten tut. Das ist eine von diesen christlichen Glaubensformen, die wir fast völlig verloren haben. Obwohl es in den ersten Jahrhunderten eine der zentralen Glaubensformen war. Die ersten Christen, die haben regelmässig gefastet, zweimal in der Woche, Mittwoch und Freitag, war so der normale Turnus. Und sie haben einen Tag lang auf Essen verzichtet. Das war Fasten. Und übrigens, die Fastenzeit, also die 40 Tage vor Ostern, war ursprünglich vergleichbar mit dem, was die Moslems jetzt als Ramadan haben. Nämlich, man hat vom Morgen bis am Abend, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nicht gegessen. Und das 40 Tage lang. Wenn man heute von Fasten redet, dann so die Christen, so, die ich so kenne und die fasten, heisst es so, ja, ich verzichte auf Social Media, auf Netflix, auf Kaffee, auf Schocki. Und hey, das ist alles cool. Das ist gut, wenn ihr das mal macht. Aber das ist nicht Fasten. Das ist Abstinenz. Das ist auch gut, das ist auch eine christliche Form, Glaubensform, aber das ist eigentlich nicht Fasten. Das Ziel vom Fasten, das definiert John Mark Comer so: Fasten trainiert unseren Körper, nicht immer das zu kriegen, was wir wollen. Wir meinen oftmals, also ich auch, ich tue sehr gerne essen und ich werde ranzig, wenn ich mal Hunger habe. Aber wir meinen oftmals, dass wir nur glücklich sind, wenn wir überkommen, was wir uns wünschen. Das Fasten lehrt uns, dass es noch um etwas Größeres geht, dass es noch etwas Wichtigeres gibt, dass es eine Kraft in unserem Leben gibt, die grösser ist als die Erfüllung von unseren Wünschen, nämlich die Kraft von Gott. Und wir können mit dem Fasten ganz praktisch die Kraft von Gott in unserem Körper erleben. Und wieder, Jesus geht davon aus, dass Fasten ein normaler Bestandteil war vom Leben der Gläubigen. Und ich glaube, er geht auch davon aus, dass es heute noch etwas Normales ist. Und was er da sagt über das Fasten, ist eben wirklich vergleichbar mit dem, was er sagt, über das Geld geben und das Gute tun. Er sagt eben wieder, es geht nicht darum, dass wir Anerkennung der Menschen suchen, dass man vielleicht zeigt, hey, ich bin wirklich, also ich bin ernsthafter Christ, oder ich tue auch noch Fasten. Wenn die anderen gehen nur in die Kirche und die Bibel lesen, ich tue auch noch Fasten. Sondern es geht wieder darum, dass wir eine Anerkennung finden und suchen bei Gott im Verborgenen. Ich muss zugeben, ich habe weniger Erfahrung mit dem Thema Fasten. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr reinkommen. Wenn jemand da Hilfe weiss oder mal irgendwelche Fastenretretten kennt, ich wäre sehr interessiert daran. Wenn ich es schon gemacht habe, Fasten, so mal einen Tag auf Essen verzichten, dann habe ich gespürt, dass es mich zuerst verrückt gemacht hat. Aber dann, mit der Zeit, habe ich gemerkt, dass wir eine andere Klarheit, eine andere Tiefe auch reingekommen ist, einfach in meine Aufmerksamkeit oder auch in meine Beziehung zu Gott. Und ich habe ansatzweise gespürt, dass mir das helfen kann, meine eigenen inneren menschlichen Trieb und Wünsche und das, was ich alles so gerne hätte und meine Sehnsucht, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und genau darum geht es. Wir sollen nicht fasten, damit wir irgendwie als bessere Christen dastehen oder so, sondern im Verborgenen sieht Gott, dass wir kämpfen gegen die scheinbar unüberwindlichen Wünsche von unserem Fleisch, sagt die Bibel. Die unüberwindbaren Wünsche, Sehnsucht von unserer Natur. Und wenn wir lernen, dem zu widerstehen mit Fasten, dann sieht das unser Vater im Himmel. Und dann schaut er uns wieder an mit dem Lächeln, mit dieser Ermutigung und sagt, hey, ich sehe,
was du tust. Ich sehe, wie du kämpfst. Und das freut mich. Also die Frage, die im Zentrum steht vom heutigen Morgen, ist: Was sind deine Motive? Was sind deine Beweggründe, wenn du zum Beispiel Geld spendest, wenn du hilfst, wenn du dienst? Geht es eben einfach mal darum, dass Leute dir auf die Schulter klopfen und sagen, es ist gut gemacht? Oder geht es dir darum, dass der Vater im Himmel das sieht und dir sagt und dir zulächt und sagt, hey, das hast du gut gemacht, mein Kind? Auch bei anderen Sachen können wir uns das überlegen. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen, was ist meine Absicht dahinter? Also, wir reden heute darüber, Mensch sein ohne Heucheln, Mensch sein mit Klarheit, ohne Schauspielern. Und ein wichtiger Teil ist, dass wir unsere Motive prüfen. Und der zweite wichtige Teil ist, dass wir Klarheit schaffen in unserem Leben. Und über das redet jetzt Jesus noch. Und zwar mit zwei Bilder eigentlich. Er sagt zuerst, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motzen und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motzen noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also Jesus redet vom Herz. Wieder, das ist der Sitz, unser innerster Sitz von unseren Motiven, von unseren Absichten, von dem, was wir wirklich wollen tun. Ich bin in Ostafrika geboren und aufgewachsen, bis ich 9 war. Und meine Eltern waren Missionare dort. Und in dem letzten Jahr, bevor wir in die Schweiz gekommen sind, im gleichen Jahr ist unser Haus ausgeraubt worden. Also wir hatten Diebe im Haus, die ein riesen Durcheinander gemacht haben. Und vieles liegen lassen haben, aber auch vieles mitgenommen haben. Und im gleichen Jahr haben wir noch eine Überschwemmung gehabt, wo in unserem Haus so hoch Schlammwasser war und auch ziemlich vieles zerstört hat von dem, was wir hatten. Und ich weiss, als Kind, ich habe es einfach ultra spannend gefunden, das alles. Es war so eine prickelnde Zeit und einfach spannend. Ich glaube, für meine Eltern war es nicht ganz so interessant und spannend gewesen, sondern auch viel Stress. Aber was ich weiss als Kind, sie haben immer wieder diesen Vers zitiert. Und es hat mich irgendwie beeindruckt. Weil ich habe schon als Kind irgendwie das miterlebt, dass meine Eltern das so gelebt haben, dass irgendwie auf Besitz kein Verlass ist. Besitz kann geraubt werden, Besitz kann zerstört werden, Besitz kann sich in Luft auflösen, in relativ kurzer Zeit. Und die Frage, die da dahinter steckt, ist, auf was setzen wir im Endeffekt unser Vertrauen? Was ist unsere Sicherheit im Leben? Setzen wir vielleicht auf Besitz, setzen wir auf Geld, setzen wir vielleicht aber auch auf unsere Erfahrung, auf unser Know-how, dass wir es dann schon schaffen, wenn es mal schwierig wird. Und Jesus, der letzte Vers, der ist brillant von Jesus. Er beobachtet einfach und sagt, schau, das, was dein Zentrum ist im Leben, das, was du am Schluss darauf baust in deinem Leben, auf das fokussierst du alles in deinem Leben, auf das fokussierst du dein Herz. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder Klarheit verschaffen im Leben. Immer wieder überlegen, was ist eigentlich Priorität in meinem Leben? Und Jesus lädt ein und sagt, mach Gott zur Priorität in deinem Leben. Und ich weiss, das ist einfach gesagt. Und nachher, in den einzelnen Bereichen des Lebens, wird es sehr herausfordernd, um das umzusetzen. Aber eine leitende Frage in dem Innen kann immer wieder sein, was bedeutet es heute in dieser Situation, in meinem Job, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, Gott als Priorität haben. Ihn als letzte Sicherheit haben. Ihn als Zentrum haben, wo ich mein Leben darauf ausrichte. Und dann braucht Jesus nochmal ein Bild. Und zwar ist es das Bild von einem Auge. Meine künstlerischen Fähigkeiten wieder auspacken. Noemi, schau nicht zu gut an, gell? Kannst du mir dann nachher wieder sagen, ob es jetzt das wirklich ein Auge ist oder nicht? Es ist auch schon passiert, dass sie gesagt hat, du, das ist verkehrt umgezeichnet. Aber wir können nachher darüber reden. Jesus sagt jetzt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern.
Wenn nun das Licht in dir Finsternis, was für eine Finsternis wird das sein? Wieder so ein geheimnisvoller Ausspruch von Jesus. Was wieder schwierig ist, ist wie das Wort, das da mit gut wiedergegeben wird, also das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut. Das Gut ist im Griechischen ein Wort, das ist haplus. Und das wird sehr unterschiedlich übersetzt. Das Lexikon übersetzt mit einfach, schlicht, aufrichtig, einfältig. Jetzt, das Wort einfältig ist bei unserem Sprachgebrauch eher negativ besetzt. Also wenn ein Mensch einfältig ist, dann finden wir, ist der eher ein bisschen einfach im negativen Sinn, ein bisschen dumm schon fast. Aber stellt euch mal Folgendes vor. Nehmen wir ein Blatt Papier und verkrügeln wir das. Und dann nehmen wir es wieder auseinander. Dann ist es definitiv nicht einfältig. Also es hat nicht nur ein Falt in dem Blatt drin, es hat sehr, sehr viel Knitter und Falten und so. Wenn wir jetzt ein anderes Blatt nehmen und das schön in der Mitte falten. So, jetzt haben wir ein einfältiges Blatt. Ein Blatt, das ein Falt hat, eine Ausrichtung, eine gerade Linie. Und Jesus sagt jetzt, unser Auge soll so sein. Soll ausgerichtet und geradlinig. Und eine Klarheit drin haben. Was heisst das jetzt? Das, was wir anschauen, das, was wir mit unseren Augen aufnehmen, das prägt unser Sein. Was wir konsumieren mit unseren Augen, prägt uns mehr, als dass wir es uns oftmals vorstellen können. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder überlegen, tut mir das gut, was ich zum Beispiel am Fernsehen anschaue? Tut mir all die Serien gut, die auf Netflix laufen? Tut mir das gut, wenn ich auf YouTube irgendwelche Verschwörungstheorien anschaue, wo ich gar nicht genau weiss, von wem das die kommen? Tut es mir gut, was ich Tag für Tag an Bilder aufnehme? Es ist Wahnsinn, was wir an Bilder und Film und Video und Text aufnehmen. Und die Frage ist, machen wir das aktiv? Sind wir uns bewusst, was wir da aufnehmen? Oder müssen wir da und dort auch sagen, ich muss mehr Geradlinigkeit in mein Auge bringen. Ich muss mehr gute Sachen anschauen, als Sachen, die meinem Herz im Endeffekt nicht gut tun. Mehr Sachen anschauen, die mich eben auf Gott ausrichten. Also ich komme zum Schluss und ich möchte euch einfach sagen oder auch ermutigen, dass es in unserem Leben, glaube ich, immer wieder die Momente gibt, wo es mehr Anschein als Substanz gibt. Wo es mehr Schein als Sein gibt. Und darum ist es gut, dass Jesus uns immer wieder einlädt, unsere Motive zu prüfen. Und auch wir sollen immer wieder unsere Motive prüfen. Immer wieder schauen, warum tun wir, was wir tun. Und Jesus lädt uns ein, in unser Leben mehr Klarheit, mehr Geradlinigkeit hineinzubringen. Und ich glaube, das ist Menschsein, wo schön wird, wo leichter wird, wenn wir mehr Geradlinigkeit, mehr Klarheit haben, wenn wir uns bewusster darauf ausrichten, dass Gott unsere erste Priorität ist. Dass wir uns nicht auf irgendetwas anderes abstützen im Endeffekt. Unser Vertrauen nicht auf etwas anderes setzen als auf Gott. Und dann kann es auch noch sein, dass dein Leben im Moment vielleicht ein bisschen so aussieht. Dass dein Leben ein bisschen ein Krügel ist. Und dann möchte ich dich ermutigen, heute einen ersten Entscheid zu treffen. Dass du sagst, okay, vielleicht ist mein Leben ein Krügel. Vielleicht ist ein Bereich von meinem Leben ein Krügel. Wo irgendwo die Geradlinigkeit fehlt, die Ausrichtung auf Gott fehlt. Und trotzdem, was wir machen können, ist, dass wir auch in das Blatt hinein mal einen wichtigen, einen hauptsächlichen Falt reinfalten. Und dass wir bei allem, was im Moment vielleicht das Durcheinander ist, in unserer Welt und in unserem Leben, sagen, mal, ich entscheide mich, dass es eine Hauptlinie in meinem Leben gibt. Eine Hauptausrichtung.
Hier nebenan ist immer noch ein Kögel. Aber es gibt jetzt mal eine Hauptausrichtung in meinem Leben. Und vielleicht ist der Moment heute, und vielleicht hast du das noch gar nicht gemacht in deinem Leben mit Jesus, dass du dich wirklich für ein Leben mit Jesus entscheidest und sagst, Jesus soll meine Ausrichtung sein, Jesus soll mein Zentrum sein, Jesus soll der Hauptfalt in meinem Lebensplatz sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Entscheidung triffst. Du kannst die Entscheidung treffen, wenn du hier in dem Saal bist, wenn du in der Cafeteria bist, wenn du daheim hockst und das zulassest. Es ist eine Entscheidung, die du in deinem Herz triffst mit Jesus. Vielleicht ist der Moment, um das erste Mal so zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will mein Leben auf Jesus ausrichten. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht, die Entscheidung, aber du merkst, es gibt wieder Bereiche in deinem Leben, wo du abgekommen bist von diesem Zentrum. Wo du nicht mehr ausgerichtet bist auf Jesus. Wo du das, was du tust, nicht machst, weil du näher zu Gott willst kommen. Und auch dort kannst du die Entscheidung wieder neu treffen und sagen, mal grundsätzlich, als Grundsatz von meinem Leben, will ich mich auf Gott ausrichten. Überleg dir das. Nimm das mit. Und vielleicht ist der Moment heute, das einfach zu entscheiden. Und wenn du die Entscheidung triffst für dich, dann erzähl auch jemandem davon. Komm auf jemanden zu, komm vielleicht auf mich zu. Du kannst auch nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, der betet hinten im Gebetsraum. Lasst uns wieder ganz neu in dieser Zeit, wo wir drin sind, eine Geradlinigkeit entwickeln, eine Klarheit entwickeln, wo unser Leben auf Gott ausgerichtet ist. Wo er das Zentrum ist. Wo er unser Reichtum ist. Ich werde noch beten. Danke, Jesus, dass du uns kennst. Und danke, Jesus, dass du uns nicht verurteilst. Du bist einfach, Jesus, ein brillanter Menschenkenner gewesen. Du hast gewusst, wie das menschliche Herz funktioniert. Und wir können nicht, ja, wir können nicht auf irgendetwas Verschiedenes, wir verzetteln uns im Leben, wenn mehr Schein als Sein da ist, wenn mehr Fassade da ist als Substanz. Und danke für die Einladung, dass wir unser Leben vereinfachen, dass wir mehr Klarheit reinbringen, wenn wir unser Leben auf dich ausrichten. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, Heiliger Geist, was das bedeutet für mich persönlich. Ob das eine Grundentscheidung für mein Leben sein sollte, die ich jetzt im Moment treffe. Oder ob das eine Entscheidung ist für gewisse Bereiche von meinem Leben. Dass ich wieder neu eine Geradlinigkeit habe. Eine Klarheit entwickeln auf dich. Jesus, hilf uns, unsere Motive zu prüfen. Hilf uns, Klarheit überzukommen. Dich zu unserem Herz machen. Den zu machen, auf den wir vertrauen in allem Inneren.